Das Autohaus Geißel bietet bekanntermaßen zwei Marken unter einem Dach. Seit Freitag aber auch eine neue Internetseite. Nach 12 Jahren im World Wide Web wurde der Auftritt im Netz neu überarbeitet. Und das Besondere daran ist, dass eine lokale Bezogenheit dort zu finden ist. Bauhaus, wir bekennen uns also auch zur Baustadt Dessau, ist dort zu sehen und natürlich auch unsere Filiale in Wittenberg wird dementsprechend mit Luther präsentiert werden. Allerdings wurde die Präsentation der neuen Internetpräsenz von, wie sollte es anders sein, einem Auto in den Schatten gestellt. Wer die Army besucht hat, kennt ihn vielleicht schon, doch in einem Autohaus war er noch nie zu sehen. Der neue B-Max aus dem Hause Ford. Deutschlandpremiere sozusagen und das bei Geißel, frei nach dem Motto Luther Junkers Ford. Eine Idee geht weiter. Zu kaufen gibt es den B-Max ab sofort. Wir haben schon sehr erfolgreich die ersten 5 Fahrzeuge im Vorverkauf an den Mann gebracht, beziehungsweise an die Frau gebracht. Ganz offiziell erfolgt die Einführung aber erst im November. Der genaue Termin liegt noch nicht fest. Wir vermuten der 17.11. Wer so lange nicht warten kann oder möchte, kann das MAV, also Multi-Activity-Vehicle, schon jetzt genauestens unter die Lupe nehmen. Der B-Max ist nicht nur Klassenbester im Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Durch das flexible Sitzsystem entsteht im Handumdrehen eine ebene Ladefläche mit bis zu 2,35 Meter Platz. Absolutes Highlight des B-Max ist natürlich die große Panorama-Schiebetür. Sie sehen, diese Schiebetür beinhaltet die B-Säule. Und wenn Sie die Schiebetür aufmachen, dann steht die B-Säule nicht mehr im Weg. Das ist absolutes Highlight. Sie haben dann großen Zugang zum hinteren Bereich, wo Sie dann vielleicht die Kleinkinder und die Kindersitze verstauen können. Das ist natürlich ein sehr schönes Highlight, das so in dieser Klasse nicht vorhanden ist. Die Panoramatür ermöglicht eine Einstiegsfläche von 1,50 Meter und macht den B-Max somit zum idealen Begleiter für junge Familien. Aber auch für die Großeltern hat er einiges zu bieten. Zum Beispiel sitzt man 12 cm höher als im Fiesta. Wer sich das neue Raumwunder persönlich anschauen möchte, ist im Auto aus Geißel jederzeit willkommen.